Hallöchen und herzlich willkommen zur zweiten und letzten Etappe der Route des Gévaudans. Von Mont nach Mont geht es heute über 160 Kilometer knapp. Wir hatten gestern einen klasse sechsten Platz zu sehen von Jan Nietewelde und zur Belohnung dafür darf er heute mal auf eigene Rechnung fahren. Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn mal angreifen, oder? Oder nee? Nee, pass auf, Konovalovas soll heute mal auf ihn aufpassen. Wir machen es mal so rum. Ignatas Konovalovas ist heute mal der Helfer für Jan Nietewelde. Wer hätte gedacht, dass ich sowas mal sage? Und hier gibt es die erste Attacke des Tages. Julien Simon greift an. Materazzo geht mit. Peter Wening. Und das Feld versucht sie nicht weit kommen zu lassen. Fortunato, glaube ich, heißt der. Baliani geht da mit. Und hier Dela Plas und Kevin Seeldreyers. Ludwigsson, der nächstes Jahr für uns fahren wird. Also prominente Leute, die sich hier versuchen abzusetzen. Und wenn ihr heute mal auf die Etappe schaut, es ist sehr hügelig, aber wir haben drei Berge der ersten Kategorie zu absolvieren. Und dann geht es flach ins Ziel. Also sehr, sehr interessante Streckenführung. Sehr, sehr spannende Streckenführung. Muss man sagen, heute nicht unbedingt was für die Hügelspezialisten. Heute schon eher was für die Bergfahrer. Und besonders für die Bergfahrer, die auch noch recht gut sprinten können. Vielleicht ja was für Jannie Thewelde. Ich gebe ihm heute einfach mal die Chance. Ich bin mal so frei. Er ist gut in Form. Fühlt sich gut, so wie es aussieht. Und hat sich gestern ja gut durchgesetzt, obwohl wir überhaupt nicht auf ihn gesetzt haben. Im Gegenteil, er war der, der sogar einmal noch Getränke geholt hat. Der die ganze Zeit einen Kapitän beschützt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Mainz oder so. Und dass er es schafft, unter Jessen 6 zu fahren, gegen Konovalovas, gegen, ja, Mainz ist jetzt nicht so, aber immerhin gegen Konovalovas und Pardia. Wie sind die eigentlich im Sprint? Naja, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich so gut. Das war schon beeindruckend, muss man sagen. Ob die Etappe heute zu schwer für ihn ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, wenn sie zu schwer für ihn ist, wäre sie auch zu schwer für Konovalovas. Von daher soll der Litauer heute mal auf Thewelde Acht geben. Und dann darf der sich heute mal austoben. Wie gesagt, die Route du Gévaudan, oder wie sie ausgesprochen wird, ist nicht so schwierig. Vielmehr ist sie mir nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Schwierig ist sie schon recht, muss man sagen. Und da wir auch keinerlei Bezug zu Frankreich haben. Wir haben ja kein französisches Team. Wir haben keinen französischen Fahrer in der Mannschaft. Und von dem her gesehen, muss ich sagen, ja, ist mir das nicht so wichtig. Und die Mannschaft Skydive Dubai versucht hier so ein bisschen Nova Sudisk Konkurrenz zu machen. Zwei ihrer Fahrer, nämlich Al-Bouloshi und wer ist der andere? Al-Sebak. Zwei Fahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind hier zurückgefallen. Und ganz hinten im Feld haben wir gerade gesehen, Florent, den Sprinter. Moment, vielleicht finde ich ihn gerade noch mal. Hier irgendwo müsste er sein. Wo ist er? Da. Richtig? Na, komm her. Na, Florent. Zu dem gibt es eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, wie vielleicht einige von euch wissen, habe ich ja mal eine Zeit lang mit Pascal zusammen den Rebellischer Rabaugenkanal kurz nach seiner Gründung als Hauptkanal benutzt. Und in dieser Zeit habe ich schon mal geplant gehabt, ein Let's Play zum Pro Cycling Manager zu machen, während wir jetzt schon beim allerersten erste Kategorie Berg sind. So ist es richtig. Ein Pro Cycling Manager Let's Play zu machen. Und damals vom Pro Cycling Manager 2010. Das war die Idee gewesen. Hatte da ein eigenes Team genommen. Das bestand aus Fahrern, die halt keinen Vertrag mehr hatten, die vertraglos waren, und aus Iban Mayo. Vielleicht kennt ihr noch der eine oder andere. Ich meine, ich habe schon mal erwähnt, dass das früher mein großes Bergfahrer-Idol war, als der noch aktiv war. Damals Etappensieger bei Alpe d'Huez, Sechster bei der Tour de France einmal geworden. Und ja, den habe ich mir erstellt. Und da war eben Dennis Florent. Der Sprint-Spezialist hatte damals 77 oder so auf dem Spiel.
Und da habe ich die erste Etappe der Mallorca-Rundfahrt mit ihm gewonnen, vor Leuten wie Tor Hüschhorst, wie Oscar Freire. Also, weiß gar nicht, ob ich da auf leicht oder normal gespielt habe, aber das war ziemlich cool. Das nur mal als kleine Anekdote, weil das habe ich nie erzählt, das weiß auch ehrlich gesagt keiner. Und die Folge wurde auch nie veröffentlicht oder hochgeladen. Also, bevor ihr da jetzt googelt, muss ich euch leider enttäuschen. Die hat es irgendwie nie geschafft. Leider Gottes. Leider Gottes. Na gut, der zweite Berg des Tages ist auch schon bewältigt. Wir haben drei Ausreißer an der Spitze und ich würde sagen, wir machen das Rennen jetzt mal wieder langsam. Rabotini fährt ganz allein vorne aus der Nero Sapristi-Mannschaft. Dahinter sind Ion Izagirre und Bagot von Cofidis. Und dann auch schon das Feld mit Sella, mit Zakarin, mit Elizonde, die da jetzt nochmal versuchen anzugreifen. Und Jani Tewelde, schau dir den an. Der fährt hier richtig gut mit. Padilla und Matthews sind auch noch gut unterwegs, muss man so sagen. Padilla, der darf jetzt ruhig mal auf Luis Matthews aufpassen. Der darf hinterher versuchen, nach vorne zu gelangen. Und jetzt sind fast alle Ausreißer eingeholt. Nur noch Rabotini fährt da vorne ganz allein. Und Fantôme versucht's der. Fantôme von der Roubaix-Lille-Metropole-Mannschaft. Ich glaube, es ist diese Mannschaft, oder? Fantôme, Fantôme, Fantôme. Roubaix-Lille, ja genau. Aber Lille-Metropole ist es nicht. Das ist ja diese Marseille-Mannschaft. Das verwechsel ich immer irgendwie. Greift aber doch nicht an. Habe ich mich verguckt. Sah erst so aus, als er motiviert nach vorne gefahren ist. Jetzt lässt er sich aber erst wieder zurückfahren. So, Maintes ist vorne mit dabei. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Der letzte Berg beginnt gleich. Sehr, sehr steil, wenn auch nicht allzu lang. Und ich bin gespannt, ob Jani Tewelde da vorne mit drüber kommt. Wir haben hier bereits schon große Namen. Ajoie Dessert macht natürlich das Tempo für ihren Kapitän, für Maxime Bouet, den Etappensieger von gestern. Und nochmal eine Attacke. Rutkiewicz, Navarro und Elizonde probieren's. Und Fyrsanov, der heilige Fyrsanov, greift an. Und da hätten wir vielleicht mitgehen sollen, denn der entscheidet immer das Rennen. Der entscheidet das Rennen, seine Attacke sagt, wann ein Rennen beendet ist und wann nicht. Und Jérôme Coppel ist scheinbar, hat er heute Morgen mit Chuck Norris geduscht, denn er kann der Attacke von Fyrsanov hinterherfahren. Also unglaubliche Leistung, Wahnsinn. Ich bin begeistert von Jérôme Coppel, der hier immerhin fast einen Kilometer am Hinterrad von Fyrsanov überlebt hat. Jetzt versucht er sogar eine Führung zu fahren. Was ist denn in den gefahren? Jérôme Coppel im Größenwahn fährt hier mit Fyrsanov zusammen. Wahnsinn! Schließt praktisch einen Pakt mit dem Teufel und die beiden haben schon eine Minute Vorsprung vor dem Feld. 19 Kilometer vor dem Ziel. Und es geht jetzt bergauf. Und das ist genau das, was die beiden am besten können. Bergauf fahren. Ich dachte jetzt schon, Konovalovas wäre wirklich von Jani Tewelde komplett abgehängt worden. Aber der hat ja noch die Flaschen zu holen. Stimmt ja. Ganz vergessen. So, Luis Matthews ist hier auch mit dabei. Aber ich glaube, es bringt jetzt nichts anzugreifen. 1,23 haben diese beiden Vorsprung. Fyrsanov, der jetzt 75 am Berg hat. Der hat sich verbessert. Und jetzt schaut euch das an. Coppel, der ist richtig am Kämpfen. Der ist richtig am Fighten. Und hat Schwierigkeiten, an Sergej Fasanov dran zu bleiben. Ich nenne ihn auch Fasanov, denn ich bin mir sicher, wie gesagt, in echt heißt dieser Fahrer Fyrsanov. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Leistungen, die hier im Let's Play von ihm zu sehen sind, mit den Leistungen im echten Leben nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Von daher feiere ich Fasanov für seinen Fahrstil, während ich Fyrsanov ehrlich gesagt noch nie gesehen habe bei irgendeinem Rennen. So, und wir gucken mal. Die anderen sind alle mit rübergekommen mit dem Feld, aber hier die beiden vorne sind natürlich die absoluten Favoriten jetzt. Sie haben es in der eigenen Hand. Jetzt geht es erstmal bergab und danach noch ein relativ langes Flachstück. Das müssen sie zusammen bewältigen. Coppel ein guter Zeitfahrer, aber auch Fasanov ist nicht so schlecht im Zeitfahren. Die dürften das eigentlich ganz gut hinbekommen, muss ich sagen. So, Konovalovas ist auch wieder vorne. Tewelde hat den Berg recht gut überlebt. Ein bisschen angeschlagen ist er jetzt, aber nur ein bisschen. Und ich bin gespannt. Ich schaue gar nicht auf die beiden da vorne, außer wenn es eben danach, wenn es eben danach aussieht, dass sie es wirklich schaffen, ins Ziel zu kommen, zu zweit, dann werden wir natürlich schauen, wer sich da von den beiden durchsetzt. Als würde diese Frage wirklich ernsthaft bestehen, ganz ehrlich. Wir wissen alle, wie das da vorne jetzt ausgehen wird. 2 Minuten haben sie fast Vorsprung. König greift an. Guillermo geht mit.
Errada Yates. Oh, jetzt gibt's aber hier Attacken. Jetzt gibt's aber hier Attacken. Ganz ehrlich. Probier's mal. Oh, jetzt greift der andere jetzt auch noch an. Dann gebe ich dem hinterher. Simon. Oh, nee, klappt nicht. Bue greift an. Dann gebe ich Krede hinterher. Und jetzt geht hier sonst noch wer mit? Oh, nicht wirklich. Und Jani Tevelde probiert's mal. Ja, wir setzen heute auf Tevelde. Das habe ich von Anfang an gesagt. Und dabei bleibe ich auch jetzt. Das Feld rast jetzt hinterher. 5 Kilometer nur noch. 5 Kilometer sind es noch. Komm, Tevelde, häng den mal ab da. Den Anton gleich mit, ganz ehrlich. Was sind das für Typen? Kennt doch keinen Sau. Jani Tevelde jetzt zusammen mit Igor Anton vorne. Bargi. Ja, ich glaube, das wird nichts. War auch ein bisschen vermessen, auf die Welt zu setzen. So, und vorne jetzt der Sprint. Fasanov gegen Coppell. Können die beiden hier was ausrichten? Nein, Fasanov sollte jetzt langsam sprinten, aber sie verheddern sich in taktischen Geplänkel. Und Fasanov gewinnt die Etappe nicht, weil er da zu sehr auf Coppell achtet. Simon Yates ist vorne. Dahinter Errada, dann Fasanov. Er hält aber gut dagegen dafür, dass er jetzt schon die Flucht hinter sich hatte. Wahnsinn. Und Simon Yates gewinnt vor Jesus Errada von Movistar. Dritter Sergej Fasanov. Oder eben Fasanov. Und auf Rang 4 landet Maxim Bue, der diese Rundfahrt damit auch gewinnen dürfte. Wo kommt Tevelde an? Er schafft es, glaube ich, nicht mehr in die Top 10, oder? Nee. Schade, leider nicht, leider keine Top 10, aber ich habe mich jetzt noch nicht mehr gestorben gekümmert. Macht ja auch nichts. Aber Tevelde dürfte auf jeden Fall eine ganz gute Platzierung schaffen im Gesamtklassement. Würde ich mal sagen, vielleicht sogar Top 10, ich weiß es nicht genau. Wir gucken gleich mal, sobald dann der letzte Fahrer auch mal drüber ist. So, hier nochmal Sprint und wir gucken uns die Siegerehrung an. Simon Yates gewinnt die zweite Etappe der Route de Gévaudan vor Errada und Fasanov. Bue wird Vierter, Fünfter Nordhauk, dann König, Vuillemot, Coppell, Bargi und Anton. Und damit haben wir auch schon die Gesamtwertung und den Endstand nach zwei Etappen. Maxim Bue gewinnt diese kleine Rundfahrt vor Simon Yates, Dritter wird Errada, dann Nordhauk, Fasanov, Coppell, Vuillemot, König, Mendes und Kreder. Das also der Endstand in der Gesamtwertung. Die Punktewertung gewinnt Maxim Bue. Dort wird Jani Tevelde Achter, wenn es interessiert. Die Bergwertung gewinnt Ion Izagirre. Die Nachwuchswertung gewinnt Simon Yates vor Errada und Chavez. Tevelde wurde, glaube ich, Sechster. Und in der Teamwertung gewinnt Ajö Désert La Mondiale. Ja, und das war es auch schon von diesem kurzen Rennen von der Route de Gévaudan. Und unser Bestplatzierter in der Gesamtwertung war ja tatsächlich Jani Tevelde mit 21. auf dem 21. Platz. Ja. Ja. Okay, gut. Ein Top-10-Platz auf der ersten Etappe. Ja, durfte Tevelde halt auch mal als Kapitän fahren. 440 Euro haben wir gewonnen. Ist doch nett. Und als nächstes, aha, als nächstes startet die Weltmeisterschaft. Und die gucken wir uns natürlich sehr, sehr gerne an. Auch wenn Gerald Jurek nicht in Form ist. Äscherlich. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge.